Und ich brenne. Ja, das war mir klar. Ach, nee, komm schon. Danke fürs Anvisieren, ey. Ah! Okay, sie hat mich noch nach ihrem Tod verletzt. Das ist scheiße. Aber ihr hat gerade... Hier macht gerade irgendwas schon wieder. Ich will nicht. Ah! Was ist das denn für eine fiese Nummer? Ach komm schon, jetzt wird's scheiße. Ach nö. Ich will nicht durch die Biene sterben. Aua. Habe ich also gar kein Verständnis für. Okay, Wasser. Ich kann da mal ganz kurz da rein. Gut, hätte ich mal denken können. Okay, hier unten bin ich aber sicher vor den Bienen. Hohoho. Ach, komm schon. Die sind echt blöd. Das sind nervige Gegner. Die sind nicht cool. Die sind so uncool. Okay, ich soll jetzt wohl erstmal wieder zurück. Es wird ja einen Grund haben, warum ich diesen Hebel bedienen konnte. Ich frag mich, wie viele Igelschüsse die brauchen. Ja, aber natürlich, noch einmal gestochen hat sie mich. Natürlich. Absolut verständlich. Ich speichere. Ich weiß, dass meine Energie verdammt niedrig ist und ich wahrscheinlich beim nächsten Schlag sowieso gleich erstmal krepiere. Ja, das kommt doch von ihr selbst. Ach komm! Ah, die Dinger sind echt doof. Hopp! Die macht irgendwas schrupp schrupp. Das ist richtig ätzend. Schrupp schrupp. Oh, nicht schon wieder. Gehen fort! Nee! Na, lass mich vorbei. Ich muss hier hoch. Also irgendwo hier ist so ein Krabbler. Ich weiß nur noch nicht ganz wo. Aber das ist doch jetzt irgendwie voll merkwürdig. Warum musste ich denn jetzt... Muss ich da jetzt... Da war ich doch schon. Ich kann mir gut vor... Hä? Also das habe ich jetzt irgendwie so, das ist jetzt irgendwie merkwürdig. Den habe ich. Ich gehe mal wieder hier rüber. Ach komm, jetzt geh. Uiuiuiuiuiui, okay. Der ist nicht mehr aktiviert. Aha, ich verstehe. Fiese Nummer. Aber wo soll denn das sein? Das muss ja, wenn überhaupt, irgendwo unten sein. Ich guck jetzt mal. Ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Danke, dass ich so viel gucken konnte, du blöde Kuh. Blöde Biene. Ach, ich habe hier das letzte Mal gespeichert. Oh Gott, bin ich manchmal scheiße. Ach komm, diese Viecher gehen mir jetzt langsam aber wirklich auf den Keks. Ach nee, komm. Wir sind mal so frei. Huch. Also irgendwie sind diese Bienen, das hätten sie anders lösen können. Eine, zwei vielleicht hintereinander, aber noch nicht alle paar Sekunden. Meine Güte. So.
Ich brauche bestimmt den unteren dann, damit ich dann... Ich weiß aber echt nicht, wo das sein soll. Oh, da kommt die nächste. Bloß kein Schuss verschwenden. Gut, ich speichere hier oben nochmal. Spiel sicher. Oh, ich bin schon wieder ganz unten. Was gibt's? Das gibt's doch nicht. Eieieiei. Heieiei. So, hallo. Eigentlich wollte ich mir die Uzi-Munition aufheben. Ich weiß echt nicht, wo das sein könnte. Irgendwo, wo es so eine braune Stelle sein. Aber wer sagt denn, dass es auch hier im Raum ist? Ach, komm schon! Dummes Kuh-Ding. Ich habe auch nicht irgendwo... Huch! Gut, ich habe es nicht gesehen. Ich muss jetzt nochmal... Also ich, irgendwo, da muss das ja sein. Hi! Oder im Nachbarraum. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Na, kommst du auch hier rein, ja, war klar. Meine Güte. So. Es ist wahrscheinlich hier in diesem Raum, weil ich höre diese komischen Bienen summen. Bestimmt ganz unten. Ich muss jetzt bestimmt ganz schnell nach unten. Ach, komm schon. Wie komme ich denn... Ich habe eine blöde Ausrichtung, also eine blöde Richtung genommen, um zu gucken. Ach Gott, dieses Vieh. Geht mir auf den Sack. Ach komm, das wollte ich doch jetzt so gar nicht. Mann, jetzt muss ich wieder hier hin. Oder vielleicht doch im Nachbarraum? Ich weiß es nicht. Ich guck mal. Und ich mir das ja fast schon gar nicht vorstellen kann. Oder doch? Nö, 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 nö. Na, komm mal, selbst hier sind sie. Mann, das ist doch nervig. Nee, hier ist es auch nicht. Vielleicht in einem der komischen Kammern hier? Wenn man diese dämlichen Nester wenigstens ausrotten könnte, nö. Warum auch? So, da komme ich ja nicht rein. Werde ich wahrscheinlich auch niemals kommen. Das ist doof. Ich weiß nicht, wie ich... Also, wo dieses... Och, komm. Ja, super. Ihr habt meine Pistolenmunition verschluckt. Das Geräusch war gerade strange. Wie können die nur so viel Munition schlucken? Wo könnte es sein? Wo könnte es sein? Bin ich ja völlig falsch. Backen die sich eigentlich durch die Wand? Ne, immerhin sind sie so freundlich, sie kommen auch wirklich von da, wo sie rauskommen sollten. Das Blöde ist, man ist dann auch so ausgeliefert, man muss ja stehen bleiben, um die zu bekämpfen, wenn man im anderen Raum steht. Ach, komm schon. Ich habe keine Ahnung, wohin ich gehen muss. Vor allem, was ich tun soll. Ich habe keinen Plan. Ich bin verwirrt. Also zur Not muss ich gleich doch echt mal in eine Lösung gucken, ganz kurz. Lass mich doch in Frieden, Mann. Blödes. Jetzt muss ich mich ja auch noch beeilen, hier so durchzukommen. Ich könnte ja natürlich jetzt nochmal laden, weil ich ja weiß, dass das hier eh nicht richtig ist.
Und ich brenne. Ja, das war mir klar. Ich finde diese Stelle nicht. Ich weiß nicht, wo das sein soll. Das ist nicht gut gemacht, Entwickler. Das ist nicht gut getan. Nicht gut gemacht und nicht gut getan. Yep. Das Übliche. Ich habe die falschen Waffen. Ich behalte mal noch ein bisschen Munition drin für den Notfall. Nein. Ich wollte gerade sagen, jetzt sterbe ich. Oh Gott. Ich habe irgendwie die Vermutung, es muss hier unten irgendwo lang gehen. Also, dass das Ding hier unten ist. Ich bin fast tot. Das ist nicht cool. Ich verstehe auch nicht, warum die Klappe hier zugegangen ist. Hier ist aber nirgendwo ein Übergang oder... Die Dinger kann man auch nicht kaputt machen. Na komm schon, jetzt sei doch mal tot. Hier ist keins von diesen... Ist vielleicht unter Wasser noch ein Hebel, den ich so nicht gesehen habe? Nee. Nix ist hier. Absolut nix. Ich habe keine Ahnung. Mann. Du nervst. Muss ich vielleicht irgendeinen Hebel wieder deaktivieren? Aha. Und was tun wir bringen das? Aha. Schlimme ist, seitdem ich diesen einen Hebel da betätigt habe, kommen die Viecher. Das ist verletzend. Mann, verpiss dich. Du nervst, dich mag keiner. Keiner mag dich. Hm. Das Schlimme ist, dieses Ding da drüben müsste sich mal aktivieren, damit ich darüber springen kann. Oder da wenigstens die Mitte, aber das tut es ja nicht. Was ist denn, wenn ich jetzt hier nochmal hoch... Jetzt bin ich wieder runtergefallen. Die Platte da bewegt sich einfach nicht vom Fleck. Und dafür ist die jetzt auch wieder weg. Das ist natürlich auch nicht so prickelnd. Huch. Moment. Was ist denn, wenn ich die... Aha, jetzt sind die Viecher auch weg. Aha, aha. Interessant, interessant. Ich begreif's nicht. Oh Gott, ich hab sowas von keine Ahnung. Also, diese Klappe macht die dann auf. Aber von da aus, ich kann da nirgendwo hinspringen, weil diese Klappe da nicht aktiviert ist. Das ist irgendwie merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Okay. Ich bin ja fast schon am Überlegen, ob ich nochmal was... Ach, guck mal, jetzt bleiben sie sogar weg. Das ist ja interessant. Vielleicht hat ja oben einer der Hebel, die ich aktiviert habe. Haben die vielleicht irgendwo was ausgelöst? Weil ich glaube, ich habe eine Ahnung, wo diese Klappe ist. Ich bin nämlich fast der Meinung, die ist da oben drin. Das könnte auch echt hinhauen. Irgendwie, vielleicht kommt mich ja da irgendwo weiter. Oder hinter der Tür, aber das weiß ich halt nicht. Aber ich werde jetzt auch eine Aufnahmepause machen. Ich werde auch mal ganz kurz in die Lösung spulen und mal gucken, ob ich vielleicht einen der Hebel zurückdrehen muss. Weil ich höre auch dieses Geschruppe nicht hinter der Tür. Also hier oben kann es irgendwie fast schon gar nicht sein. Das Geschruppe höre ich ja nur hier. Also dieses Kriechen des Viehs. Wenn man das so sagen will. Weil es kann ja nur irgend so ein komisches Getier sein. Und einer dieser Hebel wird bestimmt irgendwie die Klappe wieder zurückgemacht haben, ohne dass ich das wollte. Ich kann ja mal gucken, was die hier so macht. Ja, das hat sich sehr vertrauenserweckend angehört. Tatsache,
Das ist Rätsels Lösung. Ja, dann gehe ich hier nochmal schnell runter. Hopp. Das ist... Ja, bis man da wieder hintersteigt, ist natürlich wieder Ostern. Oh ja. Okay, halt dich bitte fest. Leck mich doch am Popo. Ja gut, ich weiß jetzt immerhin, was ich zu tun habe. Dann werden wir das im nächsten Part dann so machen, per se bei der nächsten Aufnahmesession. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.